Wir würden niemals lebende Mäuse an Pflanzen verfüttern. Alle Opfer drangen unerwünschterweise in das Gewächshaus ein und wurden ohne unser Zutun gefangen. Es begann frühmorgens im Mai 2007, als unsere Nepenthes truncata erstmals nicht durch muffig, pilzig riechende Blüten, sondern einen deftigen Gestank auf sich aufmerksam machte. Schnell fanden wir heraus, was passiert war. Eine Maus war in das Gewächshaus gelangt und auf die mit Nektar lockende Kannenpflanze geklettert. Um die zuckerhaltigen Tröpfchen unter dem Fallendeckel zu erreichen, musste sie sich auf dem sehr glatten Kannenrand stehend nach oben strecken und war dabei in die zu einem Drittel mit Verdauungsflüssigkeit gefüllte Falle gestürzt. Dort ist sie recht schnell ertrunken, denn die Kanne war innen, trotz der scharfen Nagezähne, völlig unbeschädigt. Maus Nummer 1 wurde von allen Opfern am berühmtesten. Ihr Foto schaffte es nicht nur in unsere Weiler Zeitung, sondern sogar in das indonesische Gartenjournal Trubus, auf ein T-Shirt der portugiesischen Karnivorengesellschaft APPC und natürlich auf YouTube. Nur 6 Wochen später fängt sie eine zweite Maus. Nach einer Woche Verdauung droht mir Irmgard jedoch mit ernsten Konsequenzen, wenn ich den Gestank nicht abstelle und die Maus entferne. Die alte Kanne, welche die erste Maus fing, zeigt auch nach Wochen keine Schäden durch die große Beute. Der Deckel beginnt zwar zu welken, aber das ist völlig normal für ihr Alter. Während ich im Mai 2008 diesen Film schneide, fängt unsere Truncata die dritte Maus in 12 Monaten. Dank neuer, hermetisch schließender Türen und guter Lüftung bemerken wir es diesmal erst recht spät, weshalb die Maus schon halb verdaut ist. Frühtreff. Boah. Ein Sprichwort sagt, einmal ist Zufall, zweimal ist verdächtig, aber dreimal ein Beweis. Offensichtlich bildet das glatte Peristom in Kombination mit der nektarabgebenden Unterseite des über die Öffnung ragenden Deckels bei dieser Kannenpflanze eine optimale Falle für kleine Nager. Im Juli 2008 wurde eine vierte Maus gefangen. Damit war eindeutig, dass diese passive Mäusejagd kein Zufall war, sondern das Ergebnis sehr effektiver Fallen einer fleischfressenden Pflanze. Bei Maus 3 und 4 haben wir den Verdauungsprozess genauer untersucht und nachgeschaut, was von der Beute übrig bleibt. Achtung, was jetzt kommt, ist nichts für Sensibelchen. Im September öffneten wir erst die Kanne der im Mai gefangenen Maus Nummer 3. Selbst mit dem Skalpell erwies sich die Kanne als äußerst robust und zeigte auch jetzt noch keine Fäulnis. Die Maus selber sah auf den ersten Blick fast vollständig aus. Nach dem Ausbreiten in einer Schale zeigte sich jedoch, dass neben etwas fettartiger Schmiere lediglich die Haare des Fells, die Nagezähne sowie ein stark reduzierter Rest des Schädelknochens übrig waren. Der Rest des Skeletts von Maus 3 war aufgelöst und verschwunden, was uns wirklich überraschte. Bei Maus 4 stellte sich 2 Wochen nach dem Fang ein Madenbefall ein. Ende August diffundierten winzige Tröpfchen durch den Kannenboden, weshalb wir sie zum Austrocknen ins Freie stellten. Nach dem Öffnen fanden wir die Überreste regelrecht mit der Kannenwand verbacken. Es dauerte, bis alles mit dem Skalpell herauspräpariert war. Wie aufgrund der unterbrochenen Verdauung zu erwarten, fanden wir außer der Fellbehaarung und den Nagezähnen noch Schädelreste mit Backenzähnen, einige Wirbel und Rippen sowie die hinteren Oberschenkelknochen. Bei ungestörter Verdauung wären wahrscheinlich auch diese Skelettteile wie bei Maus 3 aufgelöst und absorbiert worden.
Wenig später ersetzten wir unser altes Gewächshaus, in das sich die Mäuse einfach unter den Doppelstegplatten durchgebuddelt hatten, durch ein größeres mit Isolierglas auf einem massiven Fundament. Danach wurde jahrelang keine Maus mehr gefangen. Bis es 2017 erneut passierte. Erstmals war es nicht unsere Nepenthes truncata, sondern eine sich prächtig entwickelnde Nepenthes feitschii, die durch den typischen Geruch auffiel. Ein Blick in die Kanne bestätigte den Exitus von Maus Nummer 5. Wir verzichteten auf weitere Untersuchungen und entsorgten die Kanne mitsamt Inhalt im Garten. Eigentlich leben unsere Mäuse dort ziemlich gut, sind geradezu verwöhnt, wie diese Waldmaus zeigt. Natürlich, unsere Hunting-Veggies bleiben für sie gefährlich.